ja, wir haben genau hier aufgehört und hier machen wir genau weiter. Ja, mach mich mal sauber. Ja, hinter den Ohren noch mal ein bisschen. Deswegen sind aber auch meine Haare so geschmeidig. Wir müssen So, mal jetzt nachher war erst jetzt mal gut, die, jetzt, Mensch! wir müssen nachher erstmal die Zunge im Pelzen von den Fröschen. So, jetzt ab in die Höhle. Ach so, die Gasmaske Gas muss ich hast du anziehen. aufziehen. Ja. Ich mag das nicht. Aber muss es ja. Finde die Sicht bei der Gasmaske grauenvoll. Ja. Also Das ist irgendwie hat so man. tragisch, ist das nicht? Mein Frosch hat irgendwie Probleme, ne? Bei Eingängen. Ich komme nicht rein. Ich kann nicht rein. Ja, Ich kann nichts nur machen. springen. Bei dir in der Base konnte ich auch nicht eben raus. Ich komme nicht rein. Spring. Nein. Nee. Auf. Komm nicht rein. Pfeif mal rein, Schafft es einfach den nicht. Frosch. Er schafft es nicht. Die Big Mama ist einfach zu big. Oh. Mama wohl mal auf Diät. Sie geht nicht rein, das geht nicht. Du musst pfeifen, dann kommt ihr rein. Hab gepfiffen, also ich geh mal raus. Die kommt nicht rein. Hey, hör Hey, auf, so überhaupt kämpft da unten, deine warte doch. führende Kraft? Steig mal ab. Ich komme gleich mal wieder. Ich erkläre Gnomi mal ganz kurz, wohin er muss. Benni, warte doch. Ich wollte eigentlich nur die Benni! Schlangen abschießen, aber ich habe anscheinend auch so eine Mega-Nur. Ja, ich komme wieder hoch. Ich bringe einfach alles mit. Aber auch den Geh Kuro. Mal rein. Mein Frosch geht nicht rein. Ist zu big. Ja, Dex braucht den. Ah, jetzt geht's, jetzt geht's. Ja, jetzt habe ich hinbekommen. Hast du's hinbekommen? Ich hab gepfiffen, du Pfosten. Ich hab auf mich gepfiffen, du Pfosten. Weil du Geh weg, mich schleck dich weg. Hast. Komm her, leck dich weg, du. Ach, leck mich doch! Ich komme hier nicht weiter. Ich hänge wieder fest. Ich komme nicht weiter. Guck mal. Nichts zu machen. Big Ach, Mama warte, warte. Hast du es? Ja. Ist echt, oh, das wird eine Tortur, Leute. Mit Big Mama. Ach Mann, jetzt habe ich mein Demorphodon, weil ihr mich abgeschossen habt, weil der Benny mich abgeschossen hat, habe ich jetzt mein Demorphodon unten gelassen. Mann, ey. Der hätte eh nicht für ausrichten können. Der hätte alles alleine gemacht. Benny sitzt neben Frosch bei mir. Ich wollte gerade springen. Keine Chance gehabt. Aber die ganze Rüstung ist kaputt. Okay. Hab ich noch irgend. Ich hab nichts. Alles komplett. Die komplette Rüstung. Alles weg. Auch die Gerüst auch der Helm. Alles komplett geschossen. Ich hab nichts ja. mehr an. Ja, dann müsst du auch kommen, auch raus. Krass, mach ich noch hier. Das muss gedeckt, neue. Sonst ja. Oh Mann, ey. Ich wollte aber gerade in dem Moment springen, als sie gespuckt hat. Ja gut, ihr seid doch Fröschen, ist nicht gerade die perfekte Höhe für sowas, ne? Die treffen euch ja recht einfach. Das ist gar keine Rüstung. Alter. Ja, leck mich doch Arsch, hier komm ich! Der Kratzer Klaus. Ich hab grad geschossen. Achso, du hast geschossen, okay. Wer schießt denn hier? Wer wird geleckt, Mensch? Ah, erst schießen, dann lecken. Ihhh. Stone ist ein Leichenflatterer mit der Zunge. Ich merk schon, welche Beerdigung dabei ist. Thank you.
Schleck, schleck. Schleck, 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 schleck. Krass. Level up, Mann. Yeah. Ja, schon ein sehr hohes Level. Bedenken wir, bis schon 200. Nee, ich bin aber persönlich auch Level abgegangen. Yeah. Achso. Du bist nicht 200. Ich hab 26 Level ups. Bitte nicht schießen, ich hab so eine Angst. Hör auf, die schießen hinter mir. Beweg dich da einfach nach vorne. Boah, guck mal, wie viele Blutegel. Hat da jemand eine Granate? Oh, wie geil, hier ist eine Granate. Guck mal, wie viele. Granate. Oh, die Zunge ist ja mal mega lang. Guck mal hier. Oh nein, die springen schon wieder von der Rüstung. Wenn die sterben, dieses. Oh, Scheiße drin. Ja, das von der anderen Richtung geht. Oh, ein Schlangewarmwasser, die hat sich da schön getarnt. Ah, hab ich schon gewundert, irgendwo hab ich da eine Schlange gehört. Da war jetzt, Zwei Level. Da war eine Steinspitzhacke in Gelb und eine Stoffhose in Blau. Wo? Ja, gib mir mal her. Ich hab mir das an. Da, liegt da. Das brauche ich nicht so. Ja, ich hab wieder eine Hose. Yes, eine blaue Stoffhose. Die brauchte ich gerade noch. Hm, kommen wir da vorbei in das Loch? Nö, wir müssen andersrum. Besser. Ja, da sind wir das letzte Mal mit Kryopod durch. Oh, da ist doch irgendwie was Blutegeliges. Ich hab mich gewundert, dass ich die Motivische hing da so der Decke runter. Der Petri ist noch weiter tiefer drin, Benni. Hm. Ja, irgendwann sitzt er bei den Drops. Wo ist der Ex? Ich komme, gehüpft. Ah, die Fackel. Fuck. Der Fackelläufer. Mit dem Spiele. Ja. Das ist schon immer Deck. Der nie ankam. Er lief immer noch. Die Olympischen Spiele wurden ausgesetzt. Ja, leck mich doch! An der. Nein. An der Froschbacke. Am Tüffelduden. Tüffelduden. Am was? Am Kippelduden? Tüffelduden. Tüffelduden. Was für ein Tüffelduden? Tüffelduden. Weißt du nicht, was Tüffelduden ist? Nee. Kommt das gleich hinaus, wenn du es auslecken machst. Euch. Na? Willst du mich auch mal lecken? Kleck, schleck. erstmal flüchten. Ich finde, wir sollten die Frösche auch zum Bossfight mitnehmen. Ja, aber nur Dudex. Aber langsam haben wir keinen Platz mehr, du willst ja jedes hier zum Boss mitnehmen. Ja. Also so ein ganzes, guck mal, wenn eine ganze Armee voller, wie heißen sie hier? Viecher hier. Wie heißen sie nochmal? Mega Neuerer. Nie, was für ein Wasser ist. Siehst du, da waren sie wieder, die Blutegel. Nein, ihr kriegt mich nicht, ich leck euch alle tot. Jetzt wollte ich mich doch zum Blut. Zum Blut. Ja, aber da sind doch ganz viele hinter dir. Lass mich doch trotzdem mit euch. Du kannst doch springen. Thank you.
Sag mal, kriegt irgendwie euer Frosch irgendwie Schaden? Meine hat nicht mal einen Millimeter Schaden bekommen. Ich habe blauen Sattel, okay, aber irgendwie das ist. Es war drin ein überragender Quetzettel, ein fertiger. Cool. Aber kein Plattform, stinknormaler und Bauplan für eine Klimaanlage. Ja! Wow! Hab ich direkt weggeschmissen. Klimaanlagen sind teuer. Und eine gute kostet 400 bis 500 Euro. Oh, geh weg hier, das ist meine! Flecken lila und. Ich muss aber mal Fotos machen, ich sehe nur Zahlen und Striffzüge. Nimm mir das Artefakt. Benny lootet, wir kämpfen. Genau. Nur wie immer. War doch so der Plan, oder? Habe ich das falsch verstanden? War eigentlich immer so. Geh mal auf Seite, du drückst den Big Mama weg. Ja, du hast aber viel zu schnell Zunge weg, deswegen. Was? Du hast eine viel zu kleine Zunge? Was? Vor der Aufnahme hast du mir noch was anderes gesagt. Ich glaube, ich mach das Video wieder aus und höre euch lieber zu. Was machst du wieder? Oh, wie süß. Bruder. Muss los. Oh Gott, wir kommen hier nicht vorbei. Absteigen. Geht doch weiter. Nicht drücken. Meine Haare. Drücken. Aha. Ich komme jetzt. Ich nehme die Shotgun, Kollegen, ey. Geh mal auf Seite. So, jetzt. Ey, du kommst ja doch stinknormal durch. Nein, kommst weg. Weg. Geh weg. Alter. Ich will mein Tier pfeifen. Komm her. So. Kommst du nicht durch? Kommst du nicht durch? Wie willst du denn hier vorbeikommen, Kollege? Mann. Komm mit. Lass mal mit Mama vorbei. Die ist zu Big Dex. Ja, genau deswegen mag ich sie auch. Piss dich, Kröte. Geh weg. Hello. Ich hier eben. Hello, Darkness, my old friend. Warum ziehst du meinen Frosch mit? Jetzt gesagt. Nehmt ihr meinen Frosch mit? Nein. Was? Ihr sagt. Der bleibt da stehen für immer. Einer kann sich noch das Artefakt holen. Ja, ich hab endlich mal Loot bekommen. Boing. Ich hab ein gelbes Item bekommen. Yes! Boing. Oh, ich hab was richtig Geiles bekommen, Benny. Ich hab eine gelbe Steinaxt. Nur noch Scheiß, oder was? Doch, das ist richtig geiler Scheiß. Was denn? Und ich hab einen Bauplan für ein Keypad bekommen. Was? Und ein Keypad. Ach so, die Dinger. Und was richtig anderes Geiles, eine Metal Wall sein. Ah ja, das kann ich. Machst du mir meinen Blutigel ab? Machst du mir meinen Blutigel ab? Macht euch gegenseitig die Blutigel ab. Gegenseitig machen die sich die Blutigel ab. Weird. Ich glaube, die Ministerin hätte den passenden Namen für sowas, aber ich habe jetzt leider keine Ahnung. Bevor sie dick und hart war? Alter! Ich dachte, du meinst einen norwegischen Burrito. Boah, sag das doch nicht. Deck seine Burrito Kontur kann ich jetzt auch essen. Oh nein. Ich hab nur gesagt, Burrito. Ja, nein. Ich hab heute noch nichts gegessen, lass mich. Jetzt ess was, jetzt! Oh, kein Burrito. Nein. Kein norwegischen. Nein, das hab ich auch nicht gesagt. Ich hab nur gesagt, nur ein Burrito. Ich hab das extra betont, dass es nur ein Burrito ist. Ja, Dex, hast du irgendwas Gutes bekommen von mir? Ja, ich wollte gerade noch gucken, aber ich habe keine Zeit, weil diese blöden Fliegen gehen mir gerade auf meine Haare. Ich habe eine gelbe meisterhafte Shotgun bekommen, Schrotflinte, und einen Sarko-Sattel an gelben und einen blauen Raptor-Sattel, hellblauen. Kann sein, dass du die Shotgun schon vorher hattest. Was? Shotgun schon vorher hattest. Normale, nee, das ist die richtige Schrotflinte. Nicht die Pump-Action. Keiner mag. Die mag ich. Ich finde die grauenvoll. Ich finde die super. Die hat auch so richtig coolen Sound noch. War so ein Zwischenstand noch 8 Minuten und 25 Sekunden. Möchte noch jemand das Artefakt mitnehmen? Ja, bring es mir mit. Hier hin. Richtung 6.
Ja. Kommen wir sowieso nicht vor. Ich wollte gerade sagen, kommen wir sowieso nicht rein. Uli, hier musst du lang. Ich wollte gerade sagen, hier sind doch noch Blutegel überall. Bring das Blutegelblut mit. Kannst du bei mir in die Kirche gucken, da habe ich irgendwie 500 oder so. Bei dir in der Kirche, hast du gerade gesagt? Küche! Ich habe aber auch Kirche verstanden. Ich habe Küche verstanden. Ich glaube, ihr müsst mal in die Kirche, um eure Küche zu verbessern. Da oben ist das der Faktex. Wo ist die? Jetzt musst du da hochhüpfen. Da lang. Achso, stimmt, das war da hinten in der Kurve. Ja. Da kann man ja auch da hinten rausspringen, kann man da nicht vorbei? Nee. Nee, du musst da absteigen. Ich hab ein Ei gefunden! Titanbohr? Nee. Das Artefakt sieht aus wie ein Ei. Achso. Das sieht wirklich aus wie so ein Tech-Ei. Ein Wibbernei. Ja, so ein bisschen. Wir können wieder raus. Ja. Nein, ich bleib jetzt hier, ich wohne jetzt hier. Okay. Ich wusste, dass du es feucht magst. Benny fühlt sich halt heimlich. Max ist feucht. Max ist feucht bei den ganzen. Könnte aber ganz schnell tödlich enden bei dir. Die Kasse ist tot. Das würde bei Benny enden, weil es feucht ist. Das will ich jetzt auch mal wissen, warum. Nee, eigentlich wegen dem Gas, meinte ich. Ach, irgendwann gewöhnen sich die Lungen dran. Gas und feucht. Ist das ein feuchter Furz? Wow. Was denn? Wow. Willkommen bei Dexter 23. Echte Wünsche. Ich meinte ja nur, weil du so, weil du das so schön findest hier. Sprachlos. Er überlegt sich gerade, was kann man dazu sagen. Da kannst du einfach nichts sagen, außer dir auf die Stirn zu hauen. Ja, was anderes geht aber wie Dinge. Nee. Dexilein, soll ich dir mal sagen, was ich gemacht habe? Kurz. Nein. Ich hab mir Staffel 4 oder ich bin dabei Staffel 4 zu gucken. Ich bin raus. Staffel 4? Staffel 4? Scorch Earth. Ah, oh. Scorch Earth, das Kind, was ich nie wollte. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, ich hänge schon wieder fest mit dieser blöden. Ich hab mir Scorch Earth eigentlich auch nochmal angeguckt. Also nicht ganz komplett, aber so einige Teile. Oh Mann, ich hänge überall fest mit der blöden. Weil du es nicht kannst. Froschi. Und ich muss, glaube ich, doch mal wieder Scorch spielen. Aber jetzt kommen ja wieder die ganzen anderen DLCs und sowas. Die Frage ist halt, wie schnell wir hier fertig sind. Wir könnten rein drittisch, wenn wir jetzt nächsten Monat fertig werden. Scorch erst anfangen. Ja, ja, dann können wir noch bei Guerrero spielen, weil das auch die Leute wollen und ja, aber da sind dann wieder andere Tiere mit bei von der Mod hier, ne? Wo? Das wird passen, wenn wir hier noch als Staffel 10 einfach weiterführen. Scorch erst. Das war einfach Staffel 10 als Teil 2. Sozusagen. Staffel 10 nicht The Island ist, sondern Staffel 10 Ark ist. Also einmal durch. Nee. Warum denn nicht? Nee. Nee, warum denn nicht? 4 Minuten! Den Schiff Rapunzels Baby. Oh. Bist dran. Und 4 Minuten auch, dann ist Big Mamas Baby. Man könnte es, aber das Problem ist, ich würde dann einen Cut machen. Ne? Und danach wird das dann vielleicht mit Scorch aus weiterführen. Und dann kommt ja dann das DLC und dann machen wir dann doch wieder das nicht mehr weiter. Und dann haben die Leute sowieso den Faden verloren. Oh, das ist doch wie bei Staffel 3, haben wir da auch kurzzeitig pausiert und da weitergemacht. Genau. Ich war übrigens geschockt, dass ihr das ohne Stack noch geführt habt. Ich werd ausgerastet, ne? Benny, du warst bei mir nicht auf Valkyrie drauf. Ja, ich hab hier. Verschreckt. Kann jemand mal einen von den Zäunen abnehmen? Geil. Nein, Schatz. Du musst das können. Nutze die Machtscheiße. Nutze die Machtscheiße? Ja, ich bin rausgesprungen. Aber ich bin instant wieder reingesprungen, weil ich's kann. Frosch. Wir wollen. Das ist Rapunzel. Das ist Big Mama. Weg die Knarre weg. Petri. Nur nach vorne. Aber wir sollten, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Ich glaube, die folgen ja einem sofort. Ich glaube, sofort pfeifen, sonst gehen sie nach oben, oder? Ja, also ich habe das Baby, was
was ich abgeholt habe, aus dem Kryopod gelassen. Es ist nach oben gestiegen und war tot. Das lag am Kryopod. Denke ich auch. Ich hoffe es. Schon hier. Kurz, du wolltest das uneheliche Kind wolltest du nicht haben. So, ja, ja, so ist es gewesen. Ups. Das muss weg. Babys Angst. Big Mama folgt Dexpro. Warum stellst du das mitten im Weg jetzt? Das. Alle an. Big Mama muss folgen. Big Mama kommt sonst nirgendwo rein. Ja, das ist das Problem immer auch im Bus. Nur Folgen stellen, dann folgt sie mir. Zwei Minütchen noch. Das wäre eine perfekte Zeit, um Kekse zu essen. Mmh. Oder ein Dexel suchen. Ich könnte ja gar nicht... Oh, Alter, wer hat gefühlt? Stone. Der. Keine Beweise. Anderthalb warum paaren sich da hinten, Belly? Hast du die paaren lassen? Wer? Da hinten paart sich irgendwas. Nein, dann hat's mir den nicht ausgeschaltet. Oh Gott, jetzt ist ein. Geh mal da ins Gehege rein, laufen alles nur Babys rum. Baby-Invasion. Da sind seine Dings drin. Seine. Capro. Ja. Irgendwas mit K, wollte ich sagen. Caprons. Da sind die kleinen Kevins drin. 55 Sekunden. Ja, ich guck schon die ganze Zeit auf Rapunzel. Ja, hier bei Dex auch. Dex steht ja auch beim falschen Ei. Ja, Dex. Ich stehe ja nicht beim falschen Ei. Ich guck doch drauf von oben. Aber das ist mein Ei. Das hier ist mein Ei. Du bist da drüben. Ja, das ist doch egal. Ich guck doch nur. Ist doch scheißegal, welches da kommt. Ja, aber deins kommt zuerst mit Benny sein. Ich sehe das doch von hier. Ist doch egal. Wenn du das anguckst. Ist egal, wo der steht. Dex ist viel zu langsam dafür, Benny. Noch 15. 15 Sekunden. Tja, das muss gekonnt sein, ne, Stone? Geh da rein, dein Baby kommt gleich. Okay. Oh, das sind ja wirklich Kaulquappen. Ja, was soll denn sonst da rauskommen? Soll ein Bronto rauskommen oder was? Ich hätte gedacht, die Arkenwickler waren einfach heute zu faul. Bildsbuchung. Einfach cool. Oh, die haben. Oh, die haben so kleine Mini-Füße. Ja. Ja. Und so einen riesen Schwanz. Oh nein, das ja. Eins hat eine Mutation. Bestimmt echt? Dieses Pink. Natürlich. Voll schön. Ich glaube, das ist auch noch ein paar. Knutschi Flutschi. Knutschi Flutschi. Sieht doch so aus. Hallo Knutschi Flutschi. Nicht? Ah ja. Oh, ich ertrinke. Geh mal weg hier. Ja, ich wundere mich auch, dass man auf dieser Stelle noch ertrinken kann. Irgendwie geht das doch noch. Ah, du hast schon gemacht. Ja, ich schon. Irgendwie. Ja, nächstes macht ja sowas nicht. Was mache ich? Du hast das Baby auch füttern müssen. Mach das zwischendurch. Ich hab drauf. Spät, hab ich jetzt schon. Ich hab nichts dabei gehabt. Oh, ihr macht das doch schon. Ihr seid die Froschhebammen. Und Hebammerischen. Ich muss mal was machen hier. So, weg von dem Bild. Oh, Dex muss was machen. Oh, oh. Was? Was? Warte, Baumwolle. Ich hab noch nie Froschbabys gemacht. Ich auch nicht. Mir haben wir irgendwie alle noch nicht. Ich glaube, achso, du hast auch schon dein hässliches Ding da. Es sieht eher aus, als ob so irgendwie die Textur so, dass die den Körper gezogen. Einfach nach hinten so ja. Einmal langgezogen, das war's.
Oh, diese Stelle vom Metal and Metal, mach grab mal hier unten ein bisschen weiter tiefer. Entweder tief oder nicht. Man hat immer dieses Wasserflimmern immer. Ja, diese eine Stelle da, ne? Aber ich finde es mega niedlich mit den kleinen Ärmchen. Oh Mann. Kannst du mal bitte von meinem Ei abhauen? Hallo. Der will das annehmen. Was macht denn der hier drin? Seit wann schwimmen die Dinger hier? Ich muss mal mein Ei abhauen. Geh weg. Hey, hier ja, nicht leichten hier irgendwie sind gut. Weil auf Leichen reagieren Babys sehr, sehr, sehr empfindlich. Leichen? Leichen, ja, auf tote Tiere. Ich hab mein Baby geholt. Ja, ich hab's gesehen. Aber es sind doch Leichen. Ich komm halt gerade nicht. Alter, dieser Kothaufen da. Danke. Ach so, das war. Ich dachte, das wäre seine Kaulquappe. Meines ist nicht deine Kaulquappe. Meines wenigstens ist Schatzi, hau ab! Was denn? Du fliegst mir im Weg! Pass auf! Ich bin 10 Kilometer entfernt! Nee, bei mir liegst du genau davor! Liege über der Decksfrosch! Was ist denn die nächste Stufe dann bitte? Froschilein oder doch eine größere Kaulquappe mit Füßen? Also müsste ja eigentlich eine Kaulquappe mit Füßen jetzt dann sein, mit 4. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht gesagt, dass es ja so kommt. Ich glaube aber, ist so. Ich glaube, da will ich jemand ärgern. Bei dem Schwanz sind die Mini-Füße dran. Das kannst du, wenn du mit dem Fernglas drauf guckst, siehst du, dass das die Mini-Füße hinten beim Schwanz dran haben. Also bei meinem siehst du das auf jeden Fall. Bei der. Ja. Da auch, ja? Diese kleinen Mini-Füßlein. Sieht man auch bei Kumas sein. Bei Deckside nicht, sein aus dem Kuppel. Ich hab den schönsten. So ist das. Aber es dauert, glaube ich, noch zu lange, bis hier alles noch anders wird. Okay, Leute, dann sagen wir erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Und ich bin mal gespannt, wie das wird mit dem. Irgendwie habe ich Bock darauf zu warten, bis das kommt. Aber wie lange soll das dauern, bis zur nächsten Stufe? Steht da irgendwie was dran? Also bis sie bei 10% sind, dann sind sie Dribbling. Und wo sind wir jetzt gerade? Wir sind gerade erstmal bei 1%. Wir sind bei 0,3. Ja, dann. Oder 1. Party 100, ne? Bis dann. Ja, und tschüss.